Ihr geht allen mit eurem Fachwissen auf die Nerven. Ich spotte eigentlich jedes Elektrofahrzeug auf der Straße und bin so, ha, das ist der neue Skoda Enyaq. MaschinenbauerInnen werden nie zu Partys eingeladen. Sehe ich jetzt persönlich nicht so, aber du weißt halt auch nur von den Partys, bei denen du eingeladen bist. Ja, wir schmeißen die besten Partys. Und in der Baracke sieht man auch regelmäßig ein paar Maschinenbauer, würde ich sagen. Karo Hemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Informatiker sind dann noch mal ein bisschen anfälliger für als wir. Für Karohemden oder Samenstau? Zweiteres. Mit euch kann man nicht ein Regal an die Wand bringen, ohne dass ihr eine Zeichnung anfangt. Ja, kommt darauf an, was es ist. Wenn es so ein IKEA-Fertigregal ist, dann brauche ich wohl. Es muss ja schon im Wasser sein. Ja, vielleicht schon. Vielleicht stimmt es ein bisschen. Hier in Magdeburg kann man Regale sowieso nicht gerade an die Wand bringen, weil die Wände nie gerade sind. In keiner Wohnung, habe ich noch nie gesehen. Ihr habt wahnsinnig volle Stundenpläne und keine Zeit für ein Privatleben. Ich hatte während meines Studiums schon viel Freizeit. Gerade das Studium bringt ja die Freiheiten mit sich. Ja, es kommt darauf an, wie ernst man sein Studium nimmt. Ihr hattet alle Mathe und Physik als Leistungskurs in der Schule. Ich hatte Mathe als Leistungskurs, ist richtig? Ich nicht. Aber leider nicht. Ich hatte auf jeden Fall beide als Leistungskurs. Das ist auch von großem Vorteil. An eurer Fakultät studieren nur Männer. Also wir haben die geringste Frauenquote aller Fakultäten. Also da kann ich natürlich was dagegen sagen. Nein. Also aus meiner beruflichen Erfahrung ist das stimmt, ja. Was würdet ihr an der Uni Magdeburg gerne verändern? Dass die Uni um 7 Uhr anfängt. Um 7 Uhr muss es halt einfach nicht stattfinden. Dass es jeden Freitag Käseschnitzel gibt. Die Sicherheit der Fahrräder verbessern. Nicht, dass immer wieder Fahrräder geklaut werden. Deswegen immer zwei Schlösser. Wirtschaftsingenieure können alles, aber nichts richtig. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nichts so nicht richtig kann. Natürlich stimmt es. Ja. Das muss ich jetzt sagen. Ihr schraubt nur an alten Motoren rum und lernt nichts für die Zukunft. Also ich habe noch nie an einem alten Motor rumgeschraubt. Schön wäre es. Also ich wünschte, ich hätte die Fähigkeit, an alten Motoren rumzuschrauben. Das ist super interessant. Also mir würde es super viel Spaß machen. Aber das lernen wir nicht und das kann ich auch nicht. Also ich kenne einige Leute, die auch wirklich zu Hause an alten Motoren schrauben. Aber im Studium lernt man das halt wirklich gar nicht.